Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Januar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch eure Konstellationen begleiten. Ja, ihr Lieben, ihr habt bestimmt sehr schön Silvester gefeiert mit euren Freunden oder eurem Schatz. Jetzt sieht es so aus, als würdet ihr erstmal in der Familie gebraucht werden. Also nehmt euch noch ein bisschen Zeit für eure Kinder oder eure Eltern oder Großeltern, bevor der Alltagsstress wieder losgeht. Falls ihr zwischendurch mal schlechte Laune habt, die verfliegt, wenn ihr mit eurer Clique loszieht. Dann trefft euch und unternehmt was Schönes. Genau, und jetzt kommen wir zu eurem Erlebnishintergrund, zu den langfristigen Planeten für euch. Die allerwichtigste Konstellation nach wie vor Saturn im Zeichen Schütze. Und der steht jetzt hier in der dritten Dekade und bringt immer noch viel Stress und Verantwortung für die Schützen. Viele von euch haben das ja auch schon durchgemacht, sind ja jetzt schon 1,5 Jahre dabei. Und haben dann auch schon gezeigt, dass man sich auf sie verlassen kann und haben eben auch gelernt, was es bedeutet, auch mal auf dem Teppich zu bleiben und realistisch zu werden. Es war nicht so ganz einfach für euch. Und diejenigen, die das jetzt im Januar besonders spüren, sind die Geburtstagskinder vom 11. bis 18. Dezember. Ne? Also ein bisschen Stress und Verantwortung, stellt euch drauf ein. Vor allen Dingen eben auch immer wieder dieses, egal was man gerade tun will, es werden Forderungen angemeldet, der Partner braucht einen, andere Leute brauchen einen. Man muss immer wieder alles stehen und liegen lassen, um für die anderen da zu sein. Gewöhnt euch am besten dran, denn das wird euch dieses Jahr noch begleiten, aber eben mit dem Ziel, dass ihr wichtige, langfristige Dinge aufbaut, dass ihr Substanz aufbaut. Und wenn es in der Beziehung auch mal Stress geben sollte, dann könnt ihr euch ganz sicher sein, wenn ihr das überstanden habt, dann wisst ihr, dass ihr zusammengehört und dass ihr wirklich zusammen etwas meistern könnt. Genau, dann haben wir eine positive Konstellation für euch. Und zwar hier der Uranus, der für euch im günstigen Aspekt steht, und der Glücksplanet Jupiter, die bilden eine gemeinsame Konstellation und wirken gleichzeitig auf euch ein, und zwar speziell auf diejenigen, die zwischen dem 9. und 15. Geburtstag haben. Ja, da gibt es dann auch eine Überschneidung zu der Saturn-Konstellation, und das hängt ja auch hier alles miteinander zusammen. Das heißt also, es gibt auch Spaß, es gibt auch schöne Momente. Das Jupiter steht ja im Haus der Freundschaft, deswegen habe ich auch gesagt, falls ihr aber schlechte Laune habt, zieht mit euren Freunden los. Es gibt viele gute Impulse. Es gibt auch sexy Impulse. Ne? Uranus im Haus der Sexualität. Ihr habt also auch Spaß an sexuellen Experimenten. Habt ihr ja sowieso immer, aber das ist eigentlich sogar noch besonders betont. Und ihr könnt es aber irgendwie auch auf eine vernünftige Schiene bringen. Also wenn es gut läuft, dann ist es gar nicht so schlimm. Dann werdet ihr eben feststellen, hey, wenn ihr das zusammenbekommt, ja, diese schönen Impulse und den Spaß, und die Verantwortung, die jetzt eben auch auf euch lastet, dann werdet ihr euch richtig gut fühlen. Also dann werdet ihr euch wie Helden fühlen, ja, dass ihr das wirklich hingekriegt habt. Und deswegen lasst euch da nicht entmutigen von den Konstellationen. Denn hier sind auch viele gute Ideen vom Kosmos. Also manchmal genügt es einfach auch, wenn ihr ein bisschen nachdenkt und dann fällt euch einfach was Gutes ein, wie ihr das Problem lösen könnt. Und ihr bekommt eben viel Hilfe und Unterstützung aus dem Freundeskreis. Genau. Ja, ein bisschen schwierig ist immer noch die Spannung zu Neptun. Der steht hier für euch im vierten Haus und das heißt im Haus der Familie. Neptun hat ja so mehrere Bedeutungsebenen. Ist einmal so der Planet natürlich der Romantik, ne? Aber eben auch so der Heimlichkeiten und der Täuschung und der Ungewissheit und der Auflösung. Also es kann eben Tendenzen geben, weil es bei euch im vierten Haus steht, das ist der Bereich, wo ihr euch verwurzelt fühlt, dass ihr vielleicht so das Gefühl habt, es löst sich so ein bisschen auf für euch. Oder Neptun ist auch der Planet der Hilfe. Es kann auch sein, dass ihr Familienmitglieder habt, denen ihr jetzt selbstlos helfen müsst. Was dann mit Saturn zusammen auch dazu führt, dass ihr denkt, Mensch, nie habe ich Zeit für mich selber. Aber das ist eben sehr wichtig, weil auch hier gilt, wenn man hilft, auch wenn es schwer fällt, dann fühlt man sich dann irgendwann auch gut damit. Natürlich müsst ihr auch Grenzen ziehen, klar, weil ihr ja eben auch so viel um die Ohren habt. Müsst ihr schon auch sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Aber stellt euch eben mal darauf ein, dass ihr auch gefordert seid, in der Familie für eure Familienmitglieder da zu sein, auch dann, wenn es euch vielleicht gerade gar nicht in den Kram passt. Ja, das sind so die wichtigsten Konstellationen. Ach so, und auf der persönlichen Ebene auch noch wichtig kann das auch sein, dass man vielleicht selber was verheimlicht oder dass in Liebesbeziehungen das Gegenüber was verheimlicht.
Da ist es eben sehr wichtig, mit offenen Karten zu spielen und eine Klarheit reinzubringen und auch nicht die Augen vor etwas zu verschließen, was eigentlich offensichtlich ist. Und diesen Einfluss spüren besonders diejenigen, die zwischen dem 29. November und dem 4. Dezember Geburtstag haben. Okay, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Ab dem 3. Geht auch die Venus noch in den Fischen und gesellt sich damit in eurem Familienhaus zu den ganzen anderen Planeten, die da schon stehen. Und das ist eigentlich dann schön, da kommt so eine liebevolle Zuwendung auf. Das heißt, eure eventuellen Probleme, die ihr da vielleicht habt im Bereich der Familie, lassen sich dann leichter lösen, wenn die Venus auch dabei ist und da vielleicht mit was ein Zusammenhalt mit dazu beisteuert. Genau. So, dann haben wir am 8.1. den Merkur, der wird dann wieder direktläufig im Zeichen Schütze, also bei euch im Zeichen. Und das ist natürlich günstig, um Sachen zu klären, die vielleicht eben bis dahin schwierig waren, Missverständnisse. Ihr könnt jetzt wieder Verträge abschließen und all das, ne, was eben schwierig ist während der Rückläufigkeitsphase. Und dann vom 8. bis 12. dann auch bei euch im Zeichen. Das ist eigentlich auch ganz günstig. Genau. Ach genau, und dann vorher gibt es aber noch zwei Top-Tage für euch, nämlich schon am 5. und am 6. Donnerstag der 5. und Freitag der 6. Da aktiviert nämlich der Mond hier diese prickelnde Konstellation bei euch, die dazu führt, dass ihr vielleicht eine Affäre anfangt, wenn ihr Singles seid, oder dass ihr in den Tagen besonders heißen Sex habt, oder dass euch kreativ was besonders Gutes einfällt, oder wenn ihr jetzt keinen Flirt habt, das ist auch eine schöne Zeit, um mit Freunden was zu unternehmen, dann eben auch für gebundene Schützen. Also das sind zwei gute Tage für euch. Genau. Ja, am 10.1. ist auch noch ein guter Tag, auch noch günstig. Denn da steht der Mond in den Zwillingen bei euch im Partnerhaus. Ist allerdings auch eine ziemliche Spannung drin. Ne? Der wird hier vielleicht auch den Saturn aktivieren. Aber wir haben hier dieses briefkastenförmige Gebilde dann. Und das bedeutet, dass auch wenn ihr vielleicht innerlich eine Spannung spürt, dass ihr es doch schafft, nach außen was Gutes draus zu machen. Also es ist vielleicht ein sehr aufregender Moment für euch an diesem Tag und bringt vielleicht auch in der Partnerschaft neue Impulse oder eben für Singles eine interessante neue Begegnung. Genau, ja, dann haben wir eben eine kritische Phase für euch. Das ist, wenn hier der Mars in ein Quadrat hier in eine Spannung zu Saturn geht, der bei euch im Zeichen steht. Das könnte eben so eine Zeit sein, wo sich vielleicht ein Familienkonflikt zuspitzt. Na, da müsst ihr mit rechnen, dass da vielleicht was an die Oberfläche kommt, mit Chiron dabei, vielleicht sogar alte Verletzungen, also irgendetwas, wo schon im Vorhinein was passiert ist und das muss dann mal geheilt werden. Das kann aber auch wirklich ein Heilungsimpuls sein. Ne? Also insofern verzweifelt da nicht, sondern schaut, was ihr auch dazu beitragen könnt. Und wenn ihr das alleine nicht schafft, denkt immer dran, eure Freunde sind für euch da. Ja? Ganz wichtig. Also diese kritische Phase geht vom 14. bis zum 20. dann für euch. Aber am 13. hat der Kosmos trotz 13. und 14. hat der Kosmos trotzdem noch zwei Top-Tage auch für euch, wenn nämlich der Mond im Löwen steht. Das heißt, da gibt es schöne Ablenkung. Ja, da gibt es dann wieder Möglichkeiten, trotz dieser Spannung, dass ihr vielleicht dann eben trotzdem euch gut fühlen werdet oder was Schönes unternehmen könnt. Aber die Spannung kann eben auch einfach heißen, ihr möchtet gern was Tolles machen, könnt aber nicht, weil ihr eben hier für jemand da sein müsst. Und dann würde ich da auch drauf gehen. Dann würde ich nicht in die Ablenkung gehen, sondern mich dem wirklich stellen, weil Saturn ja auch bedeutet, dass Probleme, die man dann löst, weil man sich ihnen stellt, dann auch langfristig diese Lösung einen Bestand hat. Ne? Das ist also, da solltet ihr euch dann lieber für die Lösung eines Problems entscheiden, als kurzfristiges Vergnügen zu lösen. Aber wenn ihr das noch ein bisschen vertagen könnt, könnt ihr euch in diesen Tagen eben auch gut amüsieren. Das ist auch ein Wochenende, also Freitag der 13. und Samstag der 14. Ne? Ist also sicherlich auch gut, um abends auszugehen und zu feiern. Genau. So, dann habe ich am 18. und 19. für euch noch zwei Top-Tage rausgesucht. Da ist der Mond in der Waage, betont nochmal hier euer Freundschaftshaus. Auch das nochmal ein Hinweis darauf, dass vielleicht eben eure guten Freunde auch euch behilflich sein können, wenn ihr hier nicht mehr weiter wisst, ne? Weil eben diese Familiengeschichte euch doch da so in Anspruch nimmt. Und das wäre also am 18. und 19. das Wochenende. Vielleicht könnt ihr euch ja da auch mal eine Auszeit nehmen.
Genau. Und am 19. geht ja dann auch die Sonne ins Zeichen Wassermann. Damit steht sie dann wieder günstig zur Schützesonne. Sehr freundschaftlich, sehr günstig. Man kommt da auch in guten Austausch. Das ist auch so der Bereich der Nachbarschaft. Das heißt also, wenn ihr da mal jemanden braucht, der mal kurz einspringt, der euch mal kurz aushilft mit irgendwas, dann fragt doch da auch einfach. Da bekommt ihr auch Unterstützung. Ist auch eine gute, also wenn ich jetzt hier an Familie denke, vielleicht Kinder. Das ist auch eine Phase, wo man eben in guten Kontakt kommt, zum Beispiel mit Eltern, Schuleltern, ne? Die Eltern der anderen Schulkameraden, da könnt ihr vielleicht auch Hilfe bekommen, je nachdem, was eben hier bei euch los ist in der Familie, ne? Genau. So, dann haben wir ja nochmal eine kritische Phase für euch, die vielleicht auch einen Beziehungsfrust anzeigen kann, weil dann nämlich die Venus auch nochmal in dieses Quadrat hier zu Saturn geht. Es spielt sich aber auch noch mal bei euch im Haus der Familie ab. Also auch da kann es, da es die Venus ist, kann es jetzt sowohl eine Liebesbeziehung betreffen, als auch eben, weil sie im vierten Haus steht, eine Familienangelegenheit. Da müsst ihr euch dann auch eventuell noch mal diesem Konflikt oder dieser Frustrationssituation stellen. Immer im Hinterkopf haben, was ich jetzt löse, also die Probleme, die ich jetzt löse, da hat die Lösung dann auch Bestand. Ne? Deswegen ist es gut, das nicht zu verdrängen, wenn es geht. Und außerdem solltet ihr immer im Hinterkopf haben, dass dann für euch eine echte energetische Wende kommt um den 28. und 29. Das sind auch zwei Top-Tage für euch, das ist ein Wochenende. Da haben wir nämlich den Neumond im Wassermann zu euch in einem sehr günstigen Aspekt. Und außerdem geht am 28. auch der Mars ins Zeichen Widder, damit auch in euer fünftes Haus. Also das wird dann ein sehr sexy Monat, der Februar dann, da ist der Mars die ganze Zeit im fünften Haus und die Venus gesellt sich da auch noch dazu. Das heißt, wenn diese energetische Wende kommt ab dem 28., könnt ihr euch schon mal warm laufen für einen super Februar mit ganz, ganz tollen Liebeschancen und auch vielen Möglichkeiten für Singles Affären anzufangen. Und da werdet ihr dann mit Sicherheit auf eure Kosten kommen, falls es im Januar doch jetzt noch ein paar Querelen gegeben haben sollte. Ne? Behaltet das mal im Hinterkopf. Das ist eine super Sache. Dann so ab dem 28. und den Neumond, den könnt ihr dann vielleicht eben nutzen, darüber nachzudenken, was ihr Neues lernen wollt oder mit wem ihr euch mal unterhalten wollt, was ihr rauskriegen wollt. Das ist auch ein Monat für gute Informationen und vielleicht auch für Internetdating, wenn ihr Single seid. Genau. Ja, meine Lieben, also mit diesen guten Aussichten dann auf den Februar entlasse ich euch jetzt erstmal in den Januar. Macht das Beste draus. Gibt ja einige sehr schöne Zeiten und wie gesagt, die Konflikte, denen müsst ihr euch stellen. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn dann könnt ihr langfristige Lösungen finden. So, zum Schluss noch ein Hinweis. Ich verlose diesmal wieder unter allen meinen Abonnenten eine Kurzberatung. Diesmal 15 Minuten Kurzberatung. Wenn ihr also meinen Kanal abonniert, seid ihr dabei. Und ansonsten könnt ihr auch, falls euch Astrologie interessiert, überlegen, ob ihr an meinem Ausbildungsteil das Liebes- und Partnerhoroskop teilnehmen wollt. Da beginnt der Kurs am 28. zum Neumond eben. Und falls es euch interessiert, gibt es am 28. Dezember ein Infoseminar dazu, also Webinar, kostenlos. Könnt ihr euch sonst auch kostenlos als Video noch downloaden und dann könnt ihr euch da informieren, was ich da so vorhabe. Natürlich könnt ihr euch bei mir ein Horoskop bestellen, persönliches Horoskop, Jahreshoroskop, Partnerhoroskop, was ihr so braucht. Das findet ihr alles auf meiner Webseite. Und falls ihr kurzfristig schnell mal mit mir sprechen wollt und einen Rat braucht, könnt ihr mich auch auf der Hotline erreichen. Dazu ruft ihr bitte erst mein Kundentelefon an, was unten eingeblendet ist oder auch im Schlussbild, um zu gucken, ob ich überhaupt da bin und Zeit habe. Dann bekommt ihr von mir die Hotline-Nummer, kostet 2,99 pro Minute und dann können wir da kurz reden. Ihr könnt natürlich auch einen langen Beratungstermin nehmen. Ganz wie ihr wollt. Ich bin für euch da. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute mit den Sternen.